Flach, schnell, protzig, das muss man sich leisten können. Neupreis 1 Million Singapur-Dollar, 620.000 Euro. Für den Besitzer unschätzbar wertvoll. Ich bin ein zurückhaltender Typ, aber das Auto zieht die Blicke auf sich. An der Ampel gucken die Leute, machen ein Foto. Das Auto bringt dir einen Promi-Status. Du fühlst dich wie ein Superstar. Satte 600 PS wummern unterm Hintern des Bankers. Er ist 27 Jahre alt. So geht's raus auf die Straßen von Singapur. Gut 5 Millionen Einwohner, gut 150.000 Millionäre, Tendenz stark steigend. Das Geld liegt auf der Straße, bisweilen fährt es eben auch. Kaum ein Platz auf der Welt, wo so viel Luxus unterwegs ist und kaum ein Platz, wo dieser Luxus teurer wäre. Ausländer sind immer so erstaunt, wenn sie unsere Preise sehen. Eine E-Klasse zum Beispiel verkauft sich hier gut, gibt es bei uns ab einer Viertelmillion Dollar, also 160.000 Euro. Wir sind daran gewöhnt, wir lieben unsere Autos. Müssen sie auch. Steuern und Zölle schrauben den Kaufpreis im Vergleich zu Deutschland auf das Dreifache. Dazu noch eine Zulassungserlaubnis, ohne die man kein Auto kaufen kann. Die Anzahl ist begrenzt, man muss darauf bieten und zahlt bis zu 75.000 Euro für 10 Jahre Gültigkeit. Dieser Stadtstaat hat nicht viel Platz, deshalb steuert Singapur über den Preis letztlich den Bestand an Fahrzeugen, steuert wie groß Wunsch und Realisierbarkeit eines Pkw-Kaufs sind. Die Maut ist nur das i-Tüpfelchen auf dem teuren Autospaß. Ein paar Dollar mehr fallen kaum noch ins Gewicht. Vielen Menschen in Singapur geht's wirtschaftlich gut, aber Autofahren bleibt trotzdem unerschwinglich. Und genau das ist das Prinzip. Will man den Verkehr dauerhaft reduzieren, ist Individualverkehr der falsche Weg. Hier in Singapur, mehr als anderswo, muss man auf einen starken und komfortablen öffentlichen Nahverkehr setzen. Das ist der Weg. Und den geht der Stadtstaat konsequent. Das öffentliche Verkehrsnetz ist überragend. Busse und Taxis beherrschen das Straßenbild, sind sauber, sicher, zuverlässig und günstig. Noch besser ist das U-Bahn-Netz, das ständig erweitert wird. Hunderttausende sind unterirdisch unterwegs. Auch hier wieder alles vom Feinsten, pünktlich, klimatisiert, hochmodern, mit elektronischen Bezahlsystemen. Zu Preisen, die fast schon lächerlich erscheinen. Mit 1 Euro kommt man durch die ganze Stadt. Bewusste Verkehrspolitik, die wunschgemäße Ergebnisse liefert. Smog, Abgas, dicke Luft, nicht in Singapur. Auf den Straßen hier sind derzeit 950.000 Fahrzeuge unterwegs. Jedes Jahr werden es weniger. Welche Metropole der Welt kann das von sich behaupten? Geld also ist das Steuerinstrument, das freilich irgendwo an seine Grenzen stößt. Denn manche, gerade in Singapur, haben einfach zu viel davon. In diesem Turm werden die fündig, die doch lieber auf eigenen 4 Rädern unterwegs sind, die es sich leisten können, egal was es kostet. Das Prinzip Getränkeautomat, ein Knopfdruck und das Wunschmodell kommt. Singapur ist reizvoll für Menschen, die Geld investieren. Wenn du dann ein schönes Haus hast, brauchst du auch ein schönes Auto. Solange das so ist, machen wir unser Geschäft. Es muss also niemand verzichten. Alles ist möglich. Das gilt natürlich nur, wenn einen die Kreditkarte nicht ausbremst.